Na gut, wir wollen jetzt Fackellicht. Schon besser. Die Anzeige ist nicht grün. Das heißt, irgendwo sind noch Gegner. Aber es werden nur ein paar Diebe sein. Das passt schon. Und die Wand da sieht verdächtig aus. Genau. Und alles grün. Sehr schön. 450 Gold. Und nix. Aber nee, die eine Wand will ich mir angucken. Diese Nische hier ist so... Oh nee. Ist gar nichts. Ist nur komisch, dass die Wand hier so einen Knick macht. Aber finden nichts. Na gut. Kisten in der Mitte. Waren zwei. Und ich glaube, wir hatten nur eine geöffnet, die da. Und da war der Siegelring drin. Und die Damen sind alle gestorben. Hm. Das heißt, die wird noch was haben. Wir brauchen jetzt... Bewahrung. So, und jetzt ist neben Lay so ein kleines Symbol aufgetaucht. Das da. Das heißt, wenn sie jetzt sterben würde, also so richtig sterben, mit Sarg und allem hier, oder Grabstein, dann wäre sie nur noch ohnmächtig. Das heißt, jetzt müssen wir das Ding einfach so öffnen können. Oh. Ups. Oh, noch ein Questgegenstand. Und wir hätten es gar nicht gebraucht. Aber sicher, sicher. Brief. Wählertür. An unsere Überfälle waren äußerst erfolgreich. Unsere Stellung ermöglicht es uns, zwei Routen zu übernehmen. Von Erassia nach Deja und von Erassia nach Harmondale. Wir haben deinen Rat befolgt und unsere Aktivitäten so unregelmäßig gestaltet, dass ein direktes Eingreifen der erassischen Truppen umgangen wird. Außerdem sind unsere Höhlen jetzt gut versteckt, sodass ein beiläufiger Blick nicht ausreicht, um sie zu finden. Die Bezahlung wird gerade vorbereitet und dir bald überbracht. Lirat. Okay. Walletür könnte der Prinz der Diebe sein. Hm. Na gut, wir versuchen uns die Namen zu merken. Und falls wir über einen der beiden stolpern, haben wir so ein wenig Druckmittel. Jetzt aber erstmal hoch rein. Sonst ist hier drin nichts mehr, ne? Nö. Ja. Das Ding ist viel zu klein. Oh ja, doch. 1000 oder was Gold. Einen Brief noch gefunden. Das ist vollkommen okay. Du heilen sie. Was haben wir hier noch? Hier war, als wir letztes Mal rausgelaufen sind, noch eine Kiste, die wir nicht anfassen wollten wegen Explosionsgefahr. Genau da hinten. Du heil dich auch nochmal. Und ist leer. Hm. Ein paar Pilze ist nicht so wirklich sinnvoll. Und hier waren nur irgendwelche Lehrer. Apropos Lehrer. Ich dürfte herausgefunden haben, wo die gesuchten Lehrer sind. Jedenfalls zwei davon. Und zwar in dem Forst. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Oh, sehr schön. Denn da habe ich anscheinend zwei Hütten übersehen. Und genau in den zwei Hütten sollen die sein. Ja, ärgerlicher Zufall. Aber gut, das heißt, das wird das Erste sein, was wir jetzt noch machen. Und danach schauen wir uns mal im Quest-Tagebuch um, was noch so naheliegend ist. Aber das werden wahrscheinlich die Hügelgräber sein. Ich gehe gerade im Kopf mal durch. Ja, es werden auf jeden Fall die Hügelgräber sein. Da müssten wir drei Aufgaben haben. Das kann nichts anderes toppen. Und wenn wir jetzt Luft- und Wasserexperte sind... müssten wir gut genug vorbereitet sein, um da alles einigermaßen gut zu schaffen. Den kann nämlich Talana den Säurestrahl einsetzen, wenn ein bestimmter Gegnertyp das braucht. Und Lunanera hat den Blitzschlag. Hast du den schon gekauft? Nee, du hast nur Sprung gekauft. Hm. Also ja, Lunanera könnte noch den Blitzstrahl kaufen. Aber ich denke, wir werden nicht genug Gold überhaben. Aber das wird dann halt ein Langzeitprojekt. So oder so hätten wir dann schon mal Sprung, falls wir irgendwo rankommen müssen, wo wir so nicht rankommen. Haben wir was zum Verkaufen? Den, aber nö. Ja, okay. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Bisschen Kleingeld kann nicht schaden. Also kurz zum Waffenhändler, kurz zum Rüstungshändler und dann zu den Stellen. Level Up dürften wir keins haben, richtig? Richtig. Oh, wir sind schon Level 11. Oh, doch.
Läuft ganz gut soweit. Kann man nicht meckern. Hier. Guten Tag. Darf ich helfen? Verkaufen. Das da. Nichts für uns Relevantes. Okay. Guten Tag. Verkaufen. Das und das. Oh, noch so ein Drachenschuppenhandschuh. 1000 Gold. Nee, komm. Danke, bis dann. So, jetzt haben wir hoffentlich Hallo? Glück. Ihr wollt reisen? Tatalia und Brakada-Wüste. Eigentlich wollten wir in Forst. Und danach wollten wir eigentlich zu den Barrows. Aber Tatalia klingt gut. Es geht sofort los. Primär, weil wir da eigentlich nur kurz einen Brief abgeben müssen. Und wir können kurz nach Hufeisen gucken. Also ja, wir werden jetzt hier nicht großartig viel machen. Wir sammeln jetzt nur die Hufeisen ein und suchen dann Lord Markham, der hier irgendwo rumgurken soll. Hier am Hafen wird bestimmt eine Taverne, die wir besuchen könnten und andere Händler, aber das Gebiet an sich ist viel zu stark für uns. Das heißt, wir suchen jetzt nur das prunkvollste Gebäude. Was haben wir denn hier? Lord Markhams Villa. Geben den Brief ab, versuchen den Federkiel zu bekommen für die eine Quest und danach gehen wir wieder. Damit wir noch einen Auftrag abgehakt haben. Irgendein Schwachkopf aus der Umgebung muss den Bootsfahrplan haben, da bin ich sicher. Oh! Oh, da hört sich irgendwas nicht gut an. Ja, da sind Bergtrolle. Definitiv nicht unsere Ecke. Mhm. Aber was mit dem Bootsfahrplan? Meint ihr damit den Plan, wie man zu der einen Insel kommt? Hm. Gut, alles schön nacheinander. Lord Markhams Villa. Die schiere Größe und die luxuriöse Einrichtung von Lord Markhams Villa steht im krassen Gegensatz zu den bescheidenen Häusern und Hütten der anwohnenden Bürger. Okay. Ist das auch wirklich sicher? Nee, das ist nicht sicher. Das ist gleich ein ganz anderer Schnack als die zwei Wachen auf der Marktinsel. Die Wettbewerber. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht hier, um mir Harbendale zurückzugeben. Wenn ihr den Vertrag anschaut, den ihr unterschrieben habt, werdet ihr auf der Seite 9, Subparagraph 3, Sektion C ausdrücklich sehen, dass unser Geschäft unwiderruflich ist. Der Handel ist wirklich wasserdicht. Ihr habt die Fahrkarte gekauft, jetzt müsst ihr auch mitfahren. Ergähnt. Und nun gibt es noch etwas, worüber wir euch unterhalten möchten. Ja, was für ein Arschloch. Ja, wir hätten noch eine Kleinigkeit. Auftrag. Ein Brief von Norbert Thrush, dem Historiker. Lasst mich sehen. Lord Mark überfliegt den Brief. Er will den faulen Federkiel, der bei der Unterzeichnung des Vertrags von Pierpont verwendet wurde? Nun, da er anscheinend das angebliche Original des Vertrages besitzt, sollte er auch den Federkiel haben. Er hat mir im Gegenzug jedes beliebige Stück aus seiner Sammlung versprochen. Bringt ihm dies und sagt ihm, dass ich ihn bald besuchen werde, um seine Gegenleistung entgegenzunehmen. Ja, das war einfach. Raus hier. Später könnten wir uns irgendwann nochmal bei ihm erkenntlich zeigen für Harmondale. Aber bis dahin sollten wir ihn in Ruhe lassen. Er scheint ja doch zu mächtig und vor allem zu reich zu sein, um irgendwas zu machen. Und wir verschwinden schon wieder von hier. Hoffentlich gleich zurück nach Erasia. Nein. Warten. Warten, 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 warten. Hallo, so. Es geht sofort los. 202 Gold für eine Kutschfahrt. Oh, ganz schön teuer. Unser schönes Gold. Aber na gut, hoffentlich kriegen wir von ihm hier jetzt eine entsprechende Entlohnung. Der Brief. 2000 Gold. Boah. Das ist wirklich die Faunfeder, die bei der Unterzeichnung des Vertrages von Pierpont verwendet wurde. Meine Sammlung ist vollständig. Ich werde eure Siege und Taten auf jeden Fall korrekt und objektiv festhalten, sodass alle erfahren, dass ihr die wahren und rechtmäßigen Herren von Harmondale seid. Das ist doch schon mal ein sehr guter Schritt in die richtige Richtung. So, wir haben hier eine Menge Essen. Wo sind die Hufeisen gelandet? Hier. Wer kriegt die Hufeisen? Seelenmagie dauert noch, dazu musst du erst in deiner Klasse aufsteigen. Meditation könnten alle gebrauchen. So wirklich
dringlich sehe ich das gerade bei keinem, dass er die Hufeisen braucht. Außer vielleicht bei ihm Körpermagie höher bringen. Aber er kann auch erst Experte werden, wenn er in seiner Klasse aufsteigt. Und einen Drachen werden wir nicht so schnell töten können. Das heißt, wer kriegt die jetzt? Der am meisten Skills hochbringen muss. Das wird sie sein. So, so, so. Und dafür hätten wir gerne... Körpermagie ein hoch und Meditation ein hoch. So. Jetzt aber. Wir wollten zu den Elfen. Wir wollten unsere Expertenränge holen und dann in die Barrow Downs. Also zu den Hügelgräbern. Hallo, ihr wollt reisen? Nein, nicht zurück nach Natalia. Wir wollen in den Forst. Hallo, ihr wollt reisen? Nein, nicht nach Hamendale. Wir wollen in den Forst. Hallo, ihr wollt reisen? Er macht es mir nicht leicht und ich glaube, ich kann jetzt nicht nochmal schlafen. Das würden unsere Helden nicht so wirklich mögen. Oh, haben wir vielleicht ein Level-Up? Ja, haben wir. Jedenfalls mit ein paar unserer Helden. Ihr wollt ausgebildet werden. So ist es richtig. So ist es richtig. So. Das Level-Up machen wir gleich. Erstmal kurz in der Taverne schlafen. Nur herein. Proviant und Gold. Genießt euren Aufenthalt. Beziehungsweise Schlaf für Gold. 5300, ja, das reicht auf jeden Fall für einen Expertenrang. Und hoffentlich kommen wir jetzt in den Forst. Irgendwie wollen uns die Kutscher da nicht hinbringen. Hallo, ihr wollt reisen? Na gut, die Beziehungen zwischen Menschen und Elfen sind ja eh ganz schön angespannt. Da kann ich das auch nachvollziehen. Hallo, ihr wollt reisen? Oder wir können von hier aus gar nicht dahin. Vielleicht müssen wir über Hamendale. Das könnte natürlich auch sein. Dass wir als neutraler Zwischenpunkt die einzige Möglichkeit sind, zwischen den Reichen hin und her zu reisen. Hallo, ihr wollt ran. Erasia? Nein. Zick. Hallo, ja. Ihr wollt, es geht sofort. Scheint wirklich los. So zu sein. Gut, wissen wir fürs nächste Mal. Also, ich hatte Zelte übersehen. Und zwar da hinten. Warum auch immer. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich jedes Zelt abgegangen bin und jedes doofe Privathaus da oben. Aber na gut. Augen offen halten nach den großen blauen Pilzen. War das hier? Ja, hier sind noch drei Zelte. Gucken wir mal. Feuergilde. Feuermagie-Experte. Das sieht schon mal gut aus. Oh, Schildzauber. Luftgilde. Luftexperte. Ja, sehr schön. 1000 Gold. Und der Meister wäre ein Effli. Jetzt bitte, bitte Wasser. Wassergilde. Ja, endlich. Und der Meister ist in Niggern. Das ist das, wo wir bei der Steinstadt der Zwerge durch den Tunnel durch müssen. Was sehr, sehr, sehr gefährlich klang. Ja, aber gut. Du lernst jetzt. Wieder einer mehr. Toll. Das und das. Wie kann ich den benutzen? Du lernst das. Das heißt, du kannst jetzt springen und du kannst ein magisches Auge auf Experten rangen. Das heißt, es werden auch Schätze angezeigt. So nämlich. Das heißt, die grünen Punkte sind jetzt die Elfen, die hier rumlaufen. Und die blauen Punkte sind Gegenstände. Wie hier die Rose zum Beispiel. Wenn ich sie aufhebe, ist sie weg. Sehr, sehr praktisch. Da hinten liegen aber zwei blaue. Könnte das ein Bild sein dabei? Das sind bestimmt nur Rosen, aber ich gucke trotzdem ganz kurz. Ja, Rose. Rose. Trotzdem wird der Zauber fast durchgehend aktiv sein ab sofort. Das heißt, ihr könnt euch schon mal an dieses Haha, das jedes Mal kommt, wenn man ihn spricht, gewöhnen. Genau, und du hast jetzt den Säurestrahl, der mal eben 10 Zauberpunkte kostet. Macht aber auch 9 plus 1 pro 1 bis 9 pro Punkt Schaden. Und sie hat jetzt schon 7. Also ist das 9, 16 bis 72 Schadenspunkte, was ganz schön ordentlich ist.
Der hier macht nur 1 bis 4 pro Punkt. Also 7 bis 28. Kostet aber auch gleich nur die Hälfte und ein bisschen weniger. Ich glaube trotzdem wäre der hier kosteneffektiver. Er kostet zwar mehr, aber wenn er dann trifft, macht er 3 bis 4 mal so viel Schaden wie der. Kostet aber nicht 3 bis 4 mal so viel. Standard. Alles klar.